Jossos Leute, seid herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Leute, heute gibt's mal wieder eine Reaction. Wir reagieren auf Rapper Mittwoch, Davy Jones vs. Z vom 17.12.2014 Battlemania Finale, Leute. Wir haben schon auf den ersten Teil reagiert, und zwar die erste Hälfte haben wir schon. Checkt es auf jeden Fall ab. Das ist jetzt der Teil Nummer 2. Ballert mir mal in die Kommentare, auf was wir als nächstes reagieren. Es gibt auch eine 50-minütige Version davon. Wenn ihr auch darauf Bock habt, lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. An sich, wenn ihr Vorschläge habt, immer reinschreiben, Leute. Jetzt ist auch schon der Teil 2. Ich will jetzt nicht genug verpassen. Gönnt euch Teil 1. War auf jeden Fall andere Ausraster von mir. Das sieht man auch da. Let's go! Hey, du laberst irgendwas von Gangnam Style. Digga, ich geb deiner Perle in die Nase Schnee und als Dank tanzt sie auf meinem schwarzen Dick den Harlem Shake, okay? Digga, bevor du mich heute mit deinen Bars bezwingst. Junge, alter Harlem Shake. Alter, kennt ihr diese Zeiten? Ich überleg einfach ganz kurz, wie schnell die Zeit vergeht. Überleg mal, das Battle ist einfach schon... Alter, das ist 5, 6 Jahre alt. Ist schon krass. Hab voll dieses Zeitgefühl vergessen, Alter. Verloren. Erwacht Adolf Hitler von den Toten, kriecht aus seinem Grab und snitcht seine eigenen Idealen. Er heiratet den jüdischen Salafist und wird zu YMCA übelst in den Arsch gefickt. Digga. Dein Rap ist Kinderscheiße, genauso wie damals Tabaluga. Ich muss erstmal, denke ich mir, wieso muss ich so lachen bei der Line? Und zweitens, wer kennt noch Tabaluga? Ey, oh Mann, Alter. Okay, ich muss noch mal ein bisschen zurück. Ey, natürlich müssen wir zwischendrin ein bisschen pausieren. Okay, sorry, war mir gerade ein bisschen sinnlos. Dein Rap ist Kinderscheiße, genauso wie damals Tabaluga. Du wirst auf komplexe Art und Weise weggefickt, Kama Sutra. Denn du bist pleite, du bist gay, du bist ein armer Schlucker, du bist ein Kellerkind, genauso wie damals dieser Arthur Spooner. Ich treffe... Alter, da bin ich auch raus an der Stelle. So genau wie Z guckt, so gucke ich auch gerade. Ich muss sagen, die erste Runde von Davy Jones hat mir gut gefallen. Von Z hat mir auch gut gefallen. Ich sage jetzt noch nicht, wen ich besser finde. Sage ich mal noch nicht. Wir geben ja auch noch ein Urteil ab. King of Queens, Alter, ey! Yeah. Treff okay. Mich mit deiner Chaya dann. Spritz ich der Kampfshot fressenden Hardgate-Nutte so in die Fresse, dass sie aussieht wie der Weihnachtsmann. Kleiner Punk, rede... Da muss einfach nur ein Mädchen, eine Frau in der Crowd ist am Lachen, aber sonst keiner. Oh Mann, das war auf jeden Fall gerade irgendwie so ein Cringe-Moment, Alter. Irgendwie gerade ein Cringe-Moment. Aber ich muss sagen, ich mag das, wie Davy Jones das betont und die Lines kommen auf jeden Fall gut. Aber ich fand bis jetzt seine erste Runde viel besser als seine zweite. Ich finde die zweite jetzt gerade vom Anfang her deutlich schlechter. Bitte nicht von deinen Guns, denn die einzigen 9mm, die der Pisser in der Hand gehabt hat, war sein kleiner Schwanz. Er macht dir wirklich eine Fahrt und Ghetto. Doch die einzige Ladung, die er abfeuert, landet in einem Tempo. Ey, der war gut. Ey, der war gut. Da muss auch hier... Da muss sogar... DJ Pete muss sogar lachen, Alter. Und DJ Pete lacht selten. War gut. War gute Line mit der 9 Milli und dann in Tempo und nicht schlecht. Und so, das ist der Grund, warum er alleine ist. Er sitzt zu Hause und hat keinerlei Würde, guckt, was weiß ich, New Kids Turbo, trinkt Dosenbier und lacht über seine eigenen Fürze. Was? Ja, vollkommen bescheuert, mein Junge. Hä, was labert er irgendwie? Er sagt, das sind irgendwie wird es gerade ein bisschen, es geht irgendwie in eine bisschen cringige Richtung, sag ich mal, aber da muss Zed auch grinsen, Alter, ja. Bisschen die krassen Punches müssen jetzt irgendwie raus. Die fehlen. Es ist lustig. Sehr viel Comedy ist drin, aber die ganz krassen Punches, die fehlen mir gerade noch. Nachdem er cutten war, ruft er seine Freunde an und sagt: Ey, verrückter Mongo, so ein Feuerball, Junge! Was? Und das ist jetzt auch der Grund, warum. hört ihr im Publikum? Ja, Mann! Was für ja, Mann! Warum deine Bitch jetzt an meinen Dick hängt.
Motherfucker, du weißt genau, dass ihr mein Dick schmeckt. Sie gab mir aus Zuneigung einen Spitznamen. My Black Skinhead. Da ist auf jeden Fall... der war stark, der war so stark, da muss ich sogar leise sein, weil... Okay. Ich muss sagen, jetzt kommt er, jetzt wird seine zweite Runde viel besser. Denn sie ist eine minderbemittelte, behinderte, beschissene Nymphe. Anstatt wie normale Frauen Kinder zu kriegen, legt die Furze Eier aus, denen die Kinder dann schlüpfen. Also, verpiss... Ja, die Lines sind jetzt irgendwie ein bisschen seltsam. Ich muss sagen, die Lines sind auf jeden Fall gerade ein bisschen... gehen in so eine seltsame Richtung, wenn man sich so Freestyle-Battles und so... aber gehen in eine kreative Richtung. Das habe ich auch in Teil 1 gesagt, dass Davy Jones auf jeden Fall in eine kreative Richtung geht. Und bei Z-Wan fand ich auch... deswegen, das ist auf jeden Fall auch schon mal ein Pluspunkt, auch am Ende für das Urteil. Ich gebe natürlich mein Urteil vor der Crowd ab. Dich jetzt mal, du Nerd, denn du wirst von Davy Jones hier sofort zerstört, denn Digga, ganz ehrlich, deine Stimme ist wie die Wahrheit, keiner will sie hören. Oh. Also, ich glaube, jetzt ist seine Runde auch, ja, ich glaube, er geht jetzt Richtung Ende, die haben jetzt auf die Zeit auch nur geguckt. Ich glaube, er geht jetzt so Richtung Ende und dann kommt noch Z einmal rein. A Cappella-Sachen gefallen mir. Und wenn ihr auch mehr A Cappella-Vorschläge habt, schreibt sie rein, weil ich gucke, das sind immer alles eure Vorschläge, auf die ich hier reagiere. Schöne zweite Runde von Davy Jones, macht mal Lamelli! War gut. Die Geschichte. Okay, hat mir gefallen. Jetzt sind wir bei Z in seiner zweiten Runde, Leute. Seid jetzt alle ruhig. Jetzt alle ruhig sein. Seid mal jetzt alle ruhig. Hey! Let's go. Zweite und letzte Runde, danach treffen wir eine Entscheidung. Let's okay, go. Folgende Geschichte. Als ich heute Morgen aufstand, machte deine Mama heute Morgen Aufstand, weil auf meinem Smartphone drauf stand, dass ich deine Tante Aufsand auffand und sie auch mir drauf Bauchtanz, sie saugt Schwanz und auch dann, als ich was faul fand, roch sie aus der Furt nach Austern. Deswegen war ich nicht... Junge, was sind das für Lines? Da müssen wir auf jeden Fall gerade nochmal... Da muss man auf jeden Fall gerade nochmal ein bisschen zurück, Alter. Was ist das? Nein. Nach jedem Wort kam der Reim, Alter. Was sind das? Hat mir gefallen. Der Einstieg von Z. Geh ich noch ein bisschen zurück. Drauf dann Bauchtanz, sie saugt Schwanz und auch dann, als ich was faul fand, roch sie aus der Furt nach Austern. Deswegen war ich nicht drin wie Ausland. Oh Mann. Nebenbei sammelt sie Bayram, den Scheiß fand, und macht mehr Geld damit als ein Moslem an Bayram. Bayram. Gut, ich mag so Lines. So Lines sind gut. Und ich muss sagen, Vergleiche technisch hat Z auf jeden Fall Davy Jones gekillt. Weil Davy Jones Vergleiche haben mir nicht so gefallen. Aber die Vergleiche von Z sind auf jeden Fall nicht schlecht. Gefallen mir gut. Da immer auf diese Reaktion von Ben Salomo. Sie ist tiefer gesunken als im Treibsand, weil ich sie scheiß fand. Und dein Dad neben dem latenten Code-Geruch auf ihrer Unterhose scheiß fand. Apropos Code. Er ist wie Da Vinci. Er wollte schon immer an den Code ran, Mann. Deswegen nennt er sich auch gerne John Code vom Darm. war nicht schlecht. Aber ich muss sagen, das Battle, das ihr jetzt mir vorgeschlagen habt, ist mehr lustig als zerstörerisch, finde ich. Es sind ein, zwei Lines, wo du dir denkst, okay, krass. Aber hauptsächlich, wenn ich mir das Battle angucke, ist mehr lustig. Deswegen ist jetzt kein Battle wie bei den anderen Battles, wo ich aufstehen musste und so komplett alles auseinandernehmen musste. Aber ist sehr lustig und deswegen gefällt mir das. Seine Traumfrau ist aus dem Katalog und nennt sich Kadercode. Und zum Armbrust hat er tadellos vom Katercode. Code sei Dank. Nach dem Treffen mit Hannes und Code merkt er nach einem sahnigen Schmutz, Schmerzen nur sein Arschloch, nur kurz und der Bläserschenkel kurz sein Dank. Du bist nur am Übersch... Das war jetzt zu viel Code, Da Vinci Code. Das war mir gerade jetzt irgendwie zu viel. Das hat mir jetzt nicht so gefallen. Auch wenn das irgendwie vielleicht skilltechnisch und so nicht schlecht war. Aber das hat mir jetzt gerade nicht so gefallen von Z. Gucken, Alter. Es ist gerade, ich sag euch ehrlich, urteiltechnisch ist es für mich echt knapp. Ich muss wirklich sagen, es ist echt knapp. Scheiße rappen, ohne dass ich übertreibe. Du bist so überscheiße. Wegen dir rappe ich sogar über Scheiße. Wegen dir wird sogar Claudia Roth zu Claudia Code. Du Audiognom bist down wie Syndrom und taumelst nur rum. Ich schaue dich dumm. Du bist am Arsch. Wien, Rektum. Ich muss sagen, die Zeitrunde von Z
Ich finde die erste Runde von ihm jetzt ein bisschen besser, so. Finde ich besser. A cappella, natürlich, nach jeder Line kann jetzt nicht irgendwas krass kommen. Aber ich fand jetzt die erste Runde von Z haben mir besser gefallen. Vielleicht kommt er jetzt noch richtig krank mit den letzten Sachen. Man, wie er gesagt hat, Z, das Beste kommt zum Schluss. Die Schneide hau ich mit meinen Parts direkt um. Oh. Oh. Kommen wir zum Endpunkt. Ich setze diesen toten Hund ohne Grund mit dem Wort Code in Not. Alter, wie oft noch dieses Code? Bruder, reicht. Er hat das, glaube ich, jetzt schon 30 Mal gesagt. Ich kann das nicht mehr hören. Die Line hat mir nicht gefallen, Alter. Ich kann das nicht mehr, ich kann mir das nicht mehr geben. Irgendwo muss doch auch Kapi sitzen, oder? Ist das hier Kapis Cap da? Irgendwo ist auf jeden Fall auch Kapi am Start, Junge. 2014, als ich mir das noch gegeben habe, Rapper Mittwoch, Alter. Aber das Battle habe ich mir nicht gegeben. Also das kenne ich nicht. Der Grund, dass dein Lehrer gute Noten bot, war auch der Grund, dass du dafür seine Hoden lutscht. Du bist jetzt auch Vizepräsident in Homobund und setzt dich verzogen wie ein Hund auf meinen Schoß für einen Pfund. Dennoch bist du strohdumm wie Eltern und dein Schoßhund wie Laptop. Aha. Ja, okay. Ein Schoßhund wie Laptop? Alter, diese Vergleiche von Z sind auf jeden Fall echt nicht schlecht, also die sind stabil. Das sind stabile Vergleiche, Mann. Das sind Vergleiche und nicht so, ich sag mal, nicht so ein Vergleich wie wenn so ein Momo News. Sie haben ja, ich habe mir diesen Song gegeben. Die Scheine sind grün wie Spotify. Ah. Schön, Digga. Digga, das ist Z, Mann. Ich komme mit Rap an. Du sagst, bitte, bitte verrat mir, wer meine Mutter gefickt hat. Nur den ersten Buchstaben. Und ich sag, er fängt mit Z an. Boah! Schöne zweite Runde von Z. Oh, schön. Schönes Ende. Und ich sag, er fängt mit Z an. Motherfuck. Oh, Mann. Das war eine gute Line nochmal am Ende gehabt. Okay, ich glaube, jetzt kommt das Urteil. Okay, ich muss sagen, ich muss jetzt ein Urteil. Runde 1 fand ich echt beide gut. Davy Jones stark, Runde abgeliefert. Z auch eine stabile Runde. Lyrisch von Z hat mir auch sehr gefallen. Runde 2 hat mir von Davy Jones und Z nicht so krass gefallen wie deren erste Runde. Aber ich würde das Battle für mich, und das ist selten, dass ich das sage, aber ich finde, das Battle ist ausgeglichen. Und ich sage jetzt nicht Z, weil ich ihn zu krass lange kenne und seine Lines liebe und so, dass ich Z sage, nein, wir müssen hier fair bleiben. Und deswegen sage ich, beide ausgeglichen, beide haben es gut gemacht. Wir geben uns jetzt nochmal die Alle Berlin! Ihr habt das wieder in der Hand. Es geht um die Verteilung des Titels. Stadt klebt, ich glaube, 2000 an der... Was in der Hand? Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für den MC, der hier angefangen hat in seinen A Cappella Battle Parts. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für David. Okay, ich bin gespannt, wer jetzt gewonnen hat, aber ich werde sagen, dass das Battle hier an Z gehen wird. Ich kann mir das vorstellen, dass das Battle an Z gehen wird, weil ich glaube, die Leute lieben ihn einfach. Ich glaube, die Leute lieben ihn einfach von Rapper Mittwoch und so. Kann ich mir jetzt vorstellen. Jones! Oh. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände für MC, der nachgelegt hat für Z! Es ist klar, aber ich muss ehrlich sagen, so, das hätte eigentlich ausgeglichen sein müssen. Okay, Leute, das war die Reaction zu Davy Jones vs. Z. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Könnt gerne einen Daumen nach oben da lassen. Gerne diesen Channel hier kostenlos. Abonnieren, Glocke aktivieren, checkt Instagram ab. Steht unten links, Leute. Haut rein und ciao.